Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute gibt es einer meiner Lieblingsrezepte, nämlich Rippchen. Und wie man die auf dem Smoker macht und ja nicht so lange braucht, seht ihr heute. Viel Spaß dabei. So, Zutaten dafür brauchen wir als allererstes mal so ein bisschen Rippchengewürz. Da habe ich mein Rippura. Die Dose stand schon ein bisschen draußen, ist ein bisschen ausgegibt. Und ein bisschen fester sind auch. Das schadet dem Gewürz aber nicht, dann kratzen wir das notfalls raus. Wenn ihr so einen großen habt, verbraucht ihr und lasst ihn so wie einfach dumm rumstehen. Naja, ihr wisst schon. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch kaufen, nachmischen, so wie immer. Dann habe ich ein bisschen handwarmes Wasser hier. So, 500 Milliliter brauchen wir. Dann nochmal 300 Milliliter Öl. Zum Hinstellen habe ich hier wunderschön so von Ikea die Topfdeckelhalter. Die funktionieren ganz hervorragend. Hier drüben habe ich wunderschöne Rippchen von Beef Bandits. Sag ich mal, so müssen die aussehen. Schön von der Dicke her, nicht zu dick, nicht zu dünn. Genau das richtige Maß. Und würde ich sagen, genau deshalb habe ich mit Beef Bandits angefangen, dass ich immer die Rippchen bekomme, die ich haben will. Nicht diese irgendwie kleine Schnittene oder irgendwie, sondern richtig geile, ordentliche Rippchen. Und so wie ich die bestelle, ja, so könnt ihr die auch bestellen. Und wenn ihr Code Klaus10 bei beefbandits.de verwendet, dann spart er so nochmal 10%. Habt ihr ein 2,5 und das ist ein 5 Kilo Paket. Und dann habe ich noch ein Löffelchen hier und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer. Wind ist heute. Und ein Brett. So, bevor man die Rippchen grillt, da mache ich immer die Silberhaut runter. Das ist total easy, ist bloß hier runter. Ist immer die Diskussion, runter oder nicht runter. Ich finde, runter, sowas gehört nicht ans Fleisch ran. Und wenn du siehst, ordentliche Rippchen, ziehst du sie total easy ab. Wenn sie nicht gegriffen kriegst, nimmst du halt ein Küchentuch, greifst nach. Und wenn hier so ein Purzel dran ist, dann fährst du da auch nochmal rasch runter und ziehst die ganze Elasche hier runter. Und damit ist das Thema erledigt. Und das mache ich jetzt mit allen, ich glaube, 10 Stränge habe ich jetzt hier, so in der Größenordnung, ja. Das wäre ja mal ein schöner Berg von Rippchen, die sind alle schön abgezogen, hat jetzt so bloß 2-3 Minuten gedauert. Dann nehmen wir unser Gewürz. So. Darf nicht geizig sein. Und da nehmen wir jetzt unser lauwarmes Wasser auf, weil wir machen heute nämlich eine Nassmarinade und keine Trockenmarinade. Oftmals werden die Rippchen immer mit so Trockenmarinaden angerührt. Aber man kann auch aus einer Trockenmarinade wie dem Rippura auch eine sehr schöne Nassmarinade machen. Und dann zieht meiner Meinung nach manchmal ein bisschen besser ein. Und unsere Omas haben so eine früher so eine Sache auch schon gemacht. Deshalb ist es ja immer schön mit diesen Trockenraps. Aber man kann, wie gesagt, auch den neumodern verarbeiten. Und dann löst man sich hier so ein bisschen an. Und wenn das Wasser ein bisschen handwarm ist, dann geht es noch besser. Und wenn du ein paar Klümpchen drin hast, die lösen sich auch gleich super auf. Und dann nehmen wir einfach unsere Rippchen und ziehen die immer richtig schön durch. So, stellen die an den Rand. Sondern dass erstmal überall was dran ist. Würde dann Sinn machen, die auch nochmal 12 Stunden im Kühlschrank zu lagern? Kann man auf jeden Fall machen. Also lange marinieren ist kein Nachteil. Ich werde die aber gleich durchkneten. So 5-6 Minuten hier drin. Erstmal kicken wir, dass wir überall richtig was dran haben. Und dann schubsen wir die wie die Verrückten hier durch. Durch die Marinade, bis das alles schön aufgezogen ist. Und dann haben wir denselben Effekt. So, und jetzt ziehen wir die, wenn wir die alle mariniert haben, richtig schön hier durch. Bis sich das letzte Wasser hier unten schön in die Rippchen drin gezogen hat. Macht die nachher schön saftig und die Marinade hält noch viel besser. Geil. So, jetzt haben wir das immer schön anmariniert und jetzt nehmen wir noch einen großen Schluck Öl drüber und mischen das jetzt mit dem Öl nochmal durch. Dann haben wir nämlich nachher schönen Glanz auf dem Fleisch drauf und ja, ich finde, die werden immer ein bisschen besser, wenn man ein bisschen Öl dran hat. So, und schon sind wir an unserem Western Sheriff hier angekommen und da habe ich jetzt die Rippe da rein gestellt. Kleiner Tipp, stell die immer diagonal, dann rutschen die Rippchen hier nicht durch. Und da sortieren wir jetzt unsere Rippchen, ich mache das immer mit der dickeren Seite nach unten. Hier oben hat die Rippchenhalterin. So sortieren wir uns hier einfach ganz herzlos die 10 Rippchen auf den Grill. Und hier ein bisschen Marinade dran ist, die ziehen wir gleich damit auf das Rippchen. Das schadet alles nichts. Dann können wir gut nochmal immer so durchziehen. Unten drunter, dass eure Pellets Grill immer schön sauber bleiben oder nicht so eingesaut sind. Macht ihr den Weg, macht unten auf das Blech ein bisschen Alufolie ruf. Bei Gasgrill soll man das nicht machen, aber bei Pelletsmokern ist das total in Ordnung, weil das putzt ihr echt einen Wolf mit. Und so reißt dann einfach die Alufolie runter. Ja, und bist glücklich. Da wäre jetzt 5 Kilo Rippchen drauf. Also da hat der ja kein Problem mit, könnte so ja noch deutlich mehr sein. Dann schließen wir jetzt nur den Deckel und lassen die jetzt für 2,5 bis maximal 3 Stunden bei 140 bis 150 Grad drauf. Ich habe jetzt 140 eingestellt, aber ich stelle nochmal hoch bis auf 150. Ist besser.
schneidend kalt, aber die Sonne strahlt mir auf den Bauch, soll sie auch. Und jetzt gucken wir mal hier hin. Guckt euch die Burschen an, so nach anderthalb Stunden. Oh, herrlich, oder? So müssen die Rippchen aussehen. Fangen schon ein bisschen an zu schäumen. Also jetzt immer ein Stündchen noch. Und dann sind die so weit, wie sie kommen können. Mega. Brett in der Hand und was soll ich sagen? Der Pelletsmoker ist fertig. Und ich kann euch sagen, ich liebe Pelletsmoker. Weil das ist so entspannt. Du schaltest die Dinger ein, lässt sie laufen und die machen alle für dich und die stressen dich nicht. Und ich höre hier oft, ja, ich habe lieber so einen richtigen Smoker, ich kann nur ein Bier neben mir trinken. Kann ich versprechen, wenn der Wetter passt, kannst du auch neben den setzen und ein Bier trinken. Also der hat ja alles dagegen. Aber nicht jetzt zum Quatschen hier, sondern uns die Freunde hier anzugucken und die jetzt sich von der fürchterlichen Hitze zu befreien. Sehen die nicht geil aus, oder? Oh, herrlich. Mega. Raus mit den Burschen. So, ein bisschen Barbecue-Soße dazu. Die meine Mr. Rip-Soße von den Beef Bandits. Das sehen wir uns hier mal ein Stück. Und gucken mal, ne? Und gucken, ob sich das Fleisch vom Knochen löst. Die sind natürlich nicht so wie die gedämpften. Aber, oh. Knapperig zart. Guck mal hier. Hat sich abgelöst, ja. Top, hat Biss, hat nur Leben. Ist nicht verkocht. Und was stellen wir fest? Manchmal reichen noch 2,5 Stunden, ein bisschen mehr Temperatur und ein guter Wille. Und oh, ich geh mal hier. Alles gut, alles gut. Also kannst du tatsächlich so machen, schlagt euch nicht mehr Stunden um die Ohren aus, damit sie wirklich viel zahnloser haben. Aber das hier. Was soll ich sagen? Super saftig, Würzung ist dran. Man sieht, Rauch haben sie abgekriegt. Löst sich alles schön ab. Sehr, sehr geiles Bear Ribs. Und jetzt wisst ihr, wie das geht, wenn man sie mal schneller machen will, ohne großen Hackmeck. Und was mich freuen würde, wenn ein Daumen nach oben da ist, ein Wurf, ein Kommentar oder ein Abo. Und die Frage, wie nennt man die Dinger? Ja, Babybags, Leiterle, wie auch immer. Schaut einfach bei Beef Bandits vorbei, da seht ihr die. Ab und zu mal im Angebot. Wie gesagt, gönnt euch. Macht süd. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.